Was machen Sie da, Edi? Ich überwache Berichte über Protonenstürme und andere Weltraumwetterphänomene. Da die Reaper die Kombaken-Systeme angreifen, könnten kritische Warnungen untergehen. Wie schlimm sind diese Stürme? Wenn wir gewarnt sind, halb so wild. Aber wenn wir nicht gewarnt sind, sehr schlimm. Danke für die Information, Edi. Hallo, Shepard. Okay, gibt's sonst nichts weiter hier oben? Tja, dann müssen wir mal schauen, was wir jetzt eigentlich Schönes anfangen können mit unserer Freizeit. Wir haben Samara gerettet und jetzt... Commander, Sie haben eine neue Nachricht auf Ihrem privaten Terminal. Danke für den Hinweis. Das Tigel-Projekt hat von der Asari-Regierung neue Tech erhalten. Ich bin froh, dass Sie beschlossen haben, die Kriegsbemühungen zu unterstützen. Jeder muss jetzt kämpfen, ganz egal wie hübsch er ist. Ich habe das auch gelernt, auf die harte Tour. Commander? Okay, schauen wir mal, was es hier an Mails gibt für uns. Zwei Stück. Asari-Trupp bereit von Corinne Lemaise, oder wie auch immer man das ausspricht. Commander Shepard, vor einer Stunde hat das Asari-Oberkommando... Ups. Weiß nicht, ob man das gerade gehört hat, aber ich hatte gerade ein Störgeräusch vom Handy. Vor einer Stunde hat das Asari-Oberkommando Ihnen meinen Trupp unterstellt. Wir werden bis zum Einsatz bei der zweiten Flotte mitfliegen. Eine persönliche Anmerkung. Ich kannte einige der Elite-Soldatinnen, die in dem Kloster ihr Leben verloren haben. Nichts kann sie zurückbringen. Aber dass der ganze Laden in die Luft geflogen ist, war die einzige gute Nachricht der letzten Wochen. Bereits im Dienst, Captain Corinne Lemaise. Und unterwegs zur Front von Samara. Shepard, ich habe meine Angelegenheiten auf Lessus erledigt. Ich würde Ihnen gerne anbieten, wieder mit Ihnen auf der Normandie zu reisen, aber der Kodex schreibt vor, dort am Kampf teilzunehmen, wo die Lage am schlimmsten ist. Während Sie Ihre entscheidende Arbeit leisten, werde ich mein Bestes an der Front geben. Vor meiner Abreise kehre ich zwecks Vorbereitungen noch einmal kurz auf die Citadel zurück. Falls es nicht mit Ihren Pflichten kollidiert, finden Sie mich dort, Samara. Okay, können wir Sie also nochmal auf der Citadel treffen? Das ist cool. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß es gar nicht so richtig. Ich will halt noch nicht nach Tessia, weil das wieder die Hauptstory ein ganzes Stück vorantreibt dann. Ich würde eigentlich gern erstmal irgendwas anderes machen. Ich glaube, wenn wir dann das mit Tessia erledigt haben, dann können wir auch mit Miranda uns die Nebenmissionen anschauen. Vorher glaube ich noch nicht. Naja, schauen wir mal. Wieso war ich jetzt eigentlich im Nimbus-Cluster? War das nicht im Celeron-Nebel? Ach nee, das war was anderes, stimmt. Ah ja, okay, ich habe den Nimbus gerade mit dem hier hinten verwechselt. Ninmar, genau, die heißen auch alle gleich, das ist schrecklich. Warum das Minusödland mir als Dingens angezeigt wird, als Ort mit Quest, weiß ich aber immer noch nicht so richtig, ehrlich gesagt. So, das machen wir dann später mal. Okay, ich würde sagen, dann gehen wir mal zur Citadel und schauen uns einen DLC an. Und zwar würde ich vorschlagen, wir nehmen uns als erstes Omega vor. Denn da haben wir schon einiges an Vorarbeit geleistet. Das würde sich eigentlich ganz gut anbieten. Also auf in Dock 42. Auf nach Dock meine ich natürlich. Sind Sie Bray? Der große Commander Shepard. Und ich habe mein Autogrammbuch nicht dabei. Schon gut. Bringen Sie mich zu Aria. Folgen Sie mir. Und wo ist sie? Shepard? Wie dramatisch. Es gibt im Purgatory zu viele Augen und Ohren. Es geht sicher um die Rückeroberung von Omega. Es geht um Ihren Krieg, Shepard. Wenn Cerberus die Terminus-Systeme kontrolliert, macht sie das mobiler. Seit der Eroberung von Omega verbreiten sie sich überall. Die Allianz weiß das bestimmt. Kommen Sie zum Punkt. Was wollen Sie? Sie verjagen. Ich habe eine Flotte von Söldnerschiffen. Wir fliegen hinter die feindlichen Linien und greifen an. Auf Omega ist es dann ein Bodenkrieg. Darum will ich Sie. Ich nehme nur die Besten.
Der Anführer der Cerberus-Besatzung ist General Oleg Petrovsky. Er hat mich vertrieben. Kenn ich nicht. Er ist der Top-Militärstratege des Unbekannten und sein bestgehütetes Geheimnis. Aber eigentlich müssen Sie nur wissen, dass er ein skrupelloser Dreckskerl ist. Was wissen Sie über die Besatzung? Petrovskys Armee ist gewaltig und er hat Omega fest im Griff. Mehr Informationen gibt es nicht. Also improvisieren Sie. Aber nein. Manche Geheimnisse auf Omega kenne nur ich und das hilft uns weiter. Eines kann ich sagen. Petrovskys Invasion war präzise und gnadenlos. Er wird wohl nichts Halt machen. Kommt mir bekannt vor. Shepard, ich kenne meinen Ruf. Ich werde gehasst, weil ich mit eiserner Hand geherrscht habe. Aber die Leute waren frei. Ihr Leben gehörte ihnen. Das war mir wichtig. Dieser Mann hat das alles weggenommen. Und dafür bezahlt er. Wenn Omega wieder mir gehört, bekommen sie alles, was ich habe. Schiffe, Söldner, E-Zero. Für den Krieg. Wo ist der Haken? Ich habe etwas gegen den Umgang, den sie pflegen. Darum müssen sie die Normandy und ihre Crew zurücklassen. Meine Crew besteht aus Profis. Nun sagen wir, ich will sie für mich selbst. Bray gibt Ihnen die Koordinaten meiner Flotte und seien Sie bitte diskret, solange wir noch auf der Citadel sind. Die Flotte ist in diesem System versteckt. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie unterwegs sind. Arya und ich sehen Sie dann auf dem Flaggschiff. Bescheid! Ich bin gespannt, ob die Sache die Aufregung wert ist. Na klar doch. Ich bin ein Profi. Denk daran, ich bin ein Profi. Gut, wir finden uns direkt wieder auf der Normandy. Das ist sehr schön, denn wir begeben uns gleich zum Treffpunkt mit dem Flaggschiff von Arya. Ach, hier drüben, wunderbar. Ist ja sogar gleich hier im System, wunderschön. Na dann, wir sind also mal wieder allein unterwegs. Aber ich sag mal so, wir werden nicht allein kämpfen. Das wird ziemlich interessant. Eine Ansammlung von Schiffen, Kriegsschiffe, Transporter und Jäger, die unter Arias Flagge fliegen. Arias Flotte. Los geht's. Ja, das können wir alles so lassen. Aber hier, wir sehen es schon, Arya wird uns begleiten. Haben wir irgendeine schöne Waffe, die wir schon mal aufgerüstet haben? Ja, den Gral Dornenwerfer, genau. Den kann sie eigentlich auch gleich mal nehmen. Das wird lustig mit ihr, glaube ich. Okay, dann nehmen wir mal die Shredder-Mod und dann vielleicht noch... Nicht den Klingenaufsatz, den Großkaliberlauf, genau. Noch ein bisschen Schaden erhöhen von dem Gerät. So, und hier drüben kann sie die Shuriken nehmen. Oh, nein, nicht die Shuriken, sondern ich hätte gern die Tempest. So, da klatschen wir ihr mal den Großkaliberlauf und keine Ahnung, was haben wir denn noch? Irgendwas anderes rein. Machen wir mal hier den Kraftverstärker, das klingt gut. Okay. So, das hätten wir. Dann müssen wir noch ein bisschen Kräfte hier verteilen oder Kraftpunkte verteilen. Erstmal laden wir bei uns die Schockwelle noch auf. So, und jetzt geht's an die Punkte von Arya. Und das sind viele, die wir vergeben können. Biotische Boss. Okay. Stärken wir den biotischen Boss mal ein bisschen. Kraftschaden oder Gesundheit und Schildbonus. Ich gehe mal auf den Kraftschaden. Waffenschaden oder Kraftschaden. Noch mehr Kraftschaden, bitte. Und Gesundheits- und Schildbonus der gesamten Gruppe oder Gesundheits- und Schildbonus von Liara, was heißt denn Liara? Von Arya, Mensch. Nee, da gehen wir mal auf die Gruppe. So. Was haben wir an Skills? Das Leuchtgeschoss. Sämtliche biotische Energie wird aufgewendet, um ein gewaltiges, konzentriertes Leuchtgeschoss abzufeuern. Durch die Luft schleudern und erheblichen Schaden. So, aufspalten klingt gut. Blutbad, oh ja, bitte doch, ja. So, Wirkungsradius Schaden. Auf jeden Fall Schaden. Machen Sie Feinde handlungsunfähig oder Aufladetempo. Gehen wir mal hier rauf. Schaden gegen gepanzerte Einheiten oder Schaden allgemein. Gehen wir mal auf die gepanzerten vielleicht. So, das Aufspalten machen wir auch noch ein bisschen. Ich werde das mal so, glaube ich, verteilen. Das Peitschen.
packt einen Gegner mit einer biotischen Peitsche, um ihn von den Beinen zu reißen und mittelschweren Schaden zuzufügen. Klingt nett. Das sollten wir auf jeden Fall mal ausprobieren, das ist bestimmt sympathisch. Kraft und Schaden von biotischen Detonationen, nee, das mal hier machen. Aufladetempo oder 10 Sekunden lang, gar nicht so übel eigentlich. Ach komm, Aufladetempo. Schnelles Aufladen gewährt der Kraft eine Chance von 35%, keine Abklingzeit auszulösen. Nett. Erhöht die Zeit, in der angehobene Ziele detoniert werden können. Um 100%. Durchdringt Schilde und Barrieren und hebt jedes... Blablabla. Ach klar, komm. Schilddurchdringung klingt gut. So, das Leuchtgeschoss weiß ich nicht. Ja komm, können wir ja mal hier zumindest die ein paar Punkte vergeben. So, dann ist Area ausgerüstet. Und dann können wir uns in den Kampf stürzen an der Seite von Area. Wir sind 1:4 unterlegen und viele unserer Schiffe sind Frachter mit wenig Feuerkraft. Wir wollen keine Weltraumschlacht gewinnen, Jarl, sondern nur ihre Linien überwinden. Sie haben also einen Cerberus-Kreuzer befehligt. Unser Ehrengast ist da. Endlich kann's losgehen. Lassen Sie mich raten. Sie wollen die feindliche Flotte infiltrieren. Genau. Wir landen einen vernichtenden Schlag und dann greifen meine Truppen ein. Könnte schiefgehen. Der Angriff wurde wochenlang geplant, Shepard. Entspannen Sie sich und überlassen Sie mir das Ruder. Kein guter Start für unsere Partnerschaft. Der Start ist nicht so wichtig, solange das Ende passt. Bray, durch das Portal. Die Flotte soll warten und erst auf meinen Befehl nachkommen. Kurs auf das Flaggschiff. Kreuzer, Sie stehen nicht auf dem Flugplan. Identifizieren Sie sich. Hier ist Captain Lenz. Stimmerkennung Alpha Tango Z. Wir wurden beschädigt. Brauchen Reparatur. Identität bestätigt, Captain. Warten Sie auf Anflugfreigabe. Wie brachten Sie ihn dazu, das zu sagen? Auf die harte Tour. So ist's gut. Ruhig und langsam. Geduld und so nah ran wie möglich. Feuer! Flotte durchs Portal lotsen. Wir sind durch. Direkter Kurs auf die Station. Der General will uns begrüßen. Interessant. Stellen Sie ihn durch. Aria, ich wusste, dass Sie das sind. Sie werden es nicht schaffen. Blasen Sie es ab. Falscher Ansprechpartner. Aber vielleicht können Sie meine Begleitung überzeugen. Commander Shepard, man hört ja viel Gutes über Sie. Meine Partnerin hier hält nicht gerade viel von Ihnen. Sie ist Niederlagen nicht gewöhnt. Das trübt das Urteilsvermögen. Traurig, dass Sie Cerberus verlassen haben. So schadet sich jeder selbst. Vielleicht hatten Sie ja Angst vor dem Erfolg. Und Aria glaubt, Ihr Anblick würde mich beunruhigen. Jetzt bin ich dran. Es war sicher mühsam, das Schiff mit Silaris-Panzerung zu verstärken. Was für eine Verschwendung. Ich habe die äußere Verteidigung von Omega verbessert. Meine Kanonen machen Kleinholz aus ihnen. Er klingt ziemlich selbstbewusst. Ja, das stimmt. Nochmal, blasen Sie es ab. Zeigen Sie, was Sie drauf haben, Oleg. Übertragung beenden. Das lief doch gut. Kurs beibehalten. Wir rammen die Station. Alle bereit machen für den Aufprall. Was? Omegas kinetische Barriere hindert meine Schiffe am Landen. Der Kreuzer hat Disruptoren, um sie beim Aufprall lahmzulegen. Keine Sorge. Wahrscheinlich überleben wir den Absturz.
Wir schaffen das. Keine Dummheit. Evakuieren Sie. Rettungskapseln auf die Station programmieren. Gehen wir. Alle raus. Wir haben keine Zeit. Äußere Verteidigung von Omega aufgerüstet. Sieht ganz danach aus. Und da sind wir. Überraschung! Hoffentlich haben es die anderen Rettungskapseln geschafft. Okay, was ist unser Ziel? Wir müssen in der Verteidigungsstation Omegas äußere Verteidigung lahmlegen, damit meine Schiffe landen können. Denn sonst werden sie genauso zerlegt wie wir. Wird erledigt. Dafür habe ich sie hergebracht. Bodenoffensive. Im Kampf sind sie der Boss. Aria gibt das Kommando ab. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Ich bin durchaus teamfähig, Commander. Ich weiß, wo wir hin müssen. Und sie können uns hinbringen. Okay, dann los. Na, das wird witzig. Ich bin wieder da, ihr Arschlöcher. So, meine Freunde. Aria is back. Und wir spielen mit. Hi. Oh, daneben. Sauerei. So, diesmal aber. Im zweiten Versuch haben wir ihn dann doch. Oh. Nicht doch. Wo ist denn der? Ach, hier. Danke, Aria. Sehr freundlich. Haben wir noch einen? Na, aber selbstverständlich haben wir noch welche. So viele Leute, die mit uns spielen wollen. Ist das nicht schön? So, aus dem Weg. Das war's für dich. Bleibt noch der da. So, bleib liegen. So, ich glaube, damit haben wir jetzt erstmal Ruhe. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal hier von ein bisschen um. Oder gibt es noch Gegner? Ach, tatsächlich. Begabt zumindest. Sieht sehr lustig aus in Aria, die durch die Gegend schleift. Unsere Kapsel hat den Hauptausgang ausgeschaltet. Lassen Sie mit der Steuerung die Schutztür runter. Okay, hier haben wir ansonsten, glaube ich, nichts mehr. Ja, ich komme schon. Nur keine Panik. Ich weiß, wir sollten uns beeilen, weil deine Flotte sonst bald nicht mehr da ist. Aber hey. Aria an Flotte. Alle wohl auf da draußen? Geht so. Mit der Cerberus-Flotte kommen wir klar, aber die Verteidigung von Omega setzt uns zu. Halten Sie meine Armee intakt, Jarl. Mehr müssen Sie nicht tun. Runde 2. Sagt eurem Boss, dass ich ihn mir holen werde. Wo bin ich? Ach da. Okay. So rum ist das also. Kann ich mal bitte... Wieso konnte ich denn jetzt meinen Sturmangriff nicht machen? Ich verstehe es nicht. Also noch öfter konnte ich nicht drücken. Ich weiß nicht, warum es nicht ging. Das fand ich jetzt gerade gar nicht mal so cool. So, gehen wir gleich mal hier vorne in Deckung. Das fand ich gerade sehr bizarr. Weiß nicht, was das schon wieder sollte. Sagt eurem Boss, dass ich ihn mir holen werde. So, dein Schild ist weg. Und dann widme ich mich auch mal dir. Nochmal ein zweiter Versuch. So, diesmal funktioniert es auch wunderschön. Das ist doch gleich viel angenehmer. Wenn das Ding auch mal das macht, was es soll, dann überlebt man gleich viel länger.
Gut. Ich glaube, ich bin auf der falschen Seite. Probieren wir es nochmal hier drüben. Nachdem wir alles gesammelt haben hier. Okay, weiter. Bodenteam, kommen. Bray, sind Sie da? Ja, aber nur 6 Kapseln haben es geschafft. Mehrere Landepunkte. Bei Ihnen sammeln, dann zum Rendezvous-Hangar. Bereiten Sie die Landung unserer Schiffe vor. Na gut, schlagen wir uns durch. Beeilen wir uns. Jede Minute werden da draußen mehr von meinen Schiffen vernichtet. Ja, ja, ich bin schon unterwegs. Moment, Moment. Nur keine Panik. Allgemeine Nachricht. Energiefluktuationen halten an. Zur Stabilisierung müssen die Sektoren 3, 14 und 15 zwingend abgeschaltet werden. Sämtlichem Personal werden neue Aufgaben zugewiesen. Ein Traum. Okay. Weiter geht's. Nächste Runde. Haben wir denn mal irgendwo jemanden? Ja. Kampftechniker. Nein. Wirklich? Komm gleich drauf auf das Ding hier. So, mein Freund. Und jetzt bist auch du dran. Ich hasse Kampftechniker. Oh, was? So. Weiter geht's, Area. Komm. Push. Wir nähern uns. Diese Kanonen müssen ausgeschaltet werden. Welche Kanonen? Okay. Die Kanonen, zu denen wir da das Verteidigungssystem haben. Alles klar, dann machen wir das doch auch gleich. Gibt wenig hier zum Einsammeln, erstaunlicherweise. Ich hatte irgendwie mir mehr erhofft. Der nächste Bereich braucht einen Druckausgleich. Wird eingeleitet. Okay, was sollen wir tun? Eindringlinge entdeckt. Aufhalten. Okay, wir sollen einfach nur durchhalten. Wo haben wir sie denn? Ach, da. Ich sehe gar nichts hier. Sehr bizarr. Na gut. Okay, mein Freund. Ich brauche dich nicht im Fokus. Ich krieg dich auch so. So. Hallo. Erstmal alles weghauen, was hier irgendwie steht. Einfach draufhauen. Okay. Oh, was? Was war da? Oh, Area hat ihn zerlegt, glaube ich. Sieht lecker aus. Gut. Wir haben es geschafft. Weiter geht's. Ich sehe mich mal gar nicht so ausführlich um, denn ich glaube, hier gibt es jetzt nicht so viel einzusammeln. Eine unserer Kapseln. Wir hatten Glück. Weiter. Oh, die weniger, wie es scheint. Wir sind direkt vor der Verteidigungsstation. Durchhalten! Okay. Noch ein bisschen was an Medi-Skill. Sie sind hier. Verteidigt die Station. Vielleicht den Kampftechniker schnappen. Du wirst gar nicht erst irgendwo was hinsetzen hier. Okay, den hätten wir auch. Noch ein Kampftechniker. Erledigt. Wo denn, wo denn? Ach, hier. Ach so. So einer. Na komm, lass dir mal dein Schild klauen. Und auch du. Gesichert. Zur Steuerung. Gut, die hätten wir. Dann wollen wir mal dafür sorgen, dass Omega nicht mehr ganz so sicher ist. Jarl, die Verteidigung ist ausgeschaltet. Die verbliebenen Schiffe sollen sich am Rendezvous-Punkt sammeln. Ei, ei, Flugbahnen berechnet. Wir bilden bereits eine Schlange. Bray, kommen. Status? Rendezvous-Punkt gesichert. Hangartüren aktiviert. Sind in Kürze offen. Ich brauche sie jetzt offen. Meine Vögel kommen rein. Ankunft vorbereiten. Was genau ist dieser Rendezvous-Punkt? Dorthin sind wir unterwegs. Ein Bunker, den ich auf dem D-Deck eingerichtet habe für heiklere Operationen. Er ist völlig uneinnehmbar. Mit eigenem geheimen Hangar und Dock.
Unabhängige Energiequelle, Lebenserhaltung, Munition. Sie werden sehen. Einsatz auf dem D-Deck. Untersuchen und auf weitere Befehle warten. Nun geht es los. Der General weiß wahrscheinlich, wohin wir unterwegs sind. Dann also keine Besichtigung. Natürlich, der russische General spielt Schach. Wer hätte das nur gedacht? Sie kriegen Besuch. Großartig. Spielen wir ein bisschen mit Stereotypen. Nehmen Sie den anderen Ausgang. Ich habe den Weg abgeriegelt, auf dem wir gekommen sind. Okay, schauen wir uns mal um.